Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, 397. Folge Let's Show Play Minecraft. Ja, wir sind hier immer noch in der gigantischen, einfach epischen, unterirdischen Stadt von Mr. Epeko, gebaut schon vor langer, langer Zeit zur zweiten oder dritten Mitbauaktion. Und, Entschuldigung, der werde ich jetzt einfach mal einen Namen geben. Und zwar, zack, willkommen in Epekorea. So, ja, schreiben wir's. Ja, in Anlehnung an Mr. Epekos Namen, willkommen in Epekorea. Hat nichts mit Korea zu tun, sondern deswegen halt auch die, wir schreiben es mal anders. Damit das noch ein bisschen deutlicher wird. So. In Epekorea. So rum. Epeko, Epekorea. Damit hängt das dann gleichzeitig oder eher an Epikur als an Korea und das ist, denke ich mal, besser und mehr im Sinne des Erfinders. Ja. Ich habe hier ein bisschen weitergebaut. Den Tunnel, die Verbindung nach Vespelagic, hatte ich euch ja schon vorgestellt. Der ist jetzt soweit ausgebaut. Hier kleine Minecart-Strecke sogar reingesetzt. Ist nicht lang, die können wir jetzt auch einfach mal durchlaufen. Ja. So, und ich stelle mal um, dass ich nicht mehr im Hasenfußmodus unterwegs bin. So, das hatte ich hier während der Baumaßnahmen, weil ich hier einfach auch die Nacht durchgebaut habe. Ja, und hier sehen wir, kommen wir also schön am einarmigen Koch raus. Und schwupp, 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 hier auch nochmal die Minecart-Station auch so ein bisschen wieder in der Architektur, wie wir hinten in Vespelagic haben, ne? Gerade das Dach mit dem dunklen Holz und Quarz. Passt, denke ich mal, hier ganz gut. Wo machen wir weiter? Ja, wir haben ja noch eine Liste, eine ganze Latte Stammkommentatoren. Ich habe mir jetzt aus den Folgen 201 bis 250 das mal runtergeschrieben. Und ich werde hier erstmal ein bisschen aufräumen. Mein Inventory. So, noch ein pflanzliches. Ja, der Gravel. So, ein bisschen Gravel können wir hier beiseite packen. Dann Cobblestone. Ja, auch schon mal dann beiseite legen, wenn es hier weitergeht mit dem Bauen. So, die Slabs beiseite. Was wir brauchen, sind Schilder. Natürlich. Holz. Haben wir hier nichts. Aber wir nehmen mal einfach ein bisschen was mit. Die Zäune packen wir hier schon mal rein. Da werden wir unterwegs keine brauchen. Den Quarz. Hier bei Ziegeln und Co. Zack. Redstone. Extra spezielles Mobbeute. Nee, den Redstone. Haben wir hier bei Bodenschätzen drin, genau. Die Schienen packen wir nachher in die Minecart-Station und die Klappen. Genau, da haben wir noch hier einen Stapel. Okay, die nehmen wir dann mit. Die Falltüren, soweit so gut. Ich habe hier aber beim Holz keine weiteren Dingse, aber es geht ja in Romaroma weiter mit den Schildern für die Stammkommentatoren und Hermotokus World hatten wir, glaube ich, tatsächlich zweimal benannt. Lasse ich einfach mal so durchrutschen, ist ja schließlich auch ein Let's Player-Pärchen, ne? So, das heißt, nee, wir haben ja eh noch Schienen in Romaroma rumzuliegen. Dann packen wir die nämlich dazu. Schnappe ich mir hier erstmal an Minecart und dann geht's ab dafür. So, zack. Ja, gute Nachrichten.
Am Wochenende, sprich am Samstag, kommt mein Part von der Talkrunde Klartext, wo ich also mit Tom Thompson und Atari LP und Ajura, habe ich ihn glaube ich richtig ausgesprochen, gesprochen habe, ja, über ja, Games und Gamer, wie sie sich entwickelt haben, wie sie sich entwickelt werden, haben wir also ja, einen großen Themenbereich abgedeckt, uns auch lange und gut drüber unterhalten. Der Start ist am Donnerstag auf dem Kanal von The Most Wanted, beziehungsweise Tom Thompson. Da werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal drüber informieren. Und mein Part wird der dritte sein. Insgesamt besteht der Podcast aus 4 Teilen. Jeweils eine Dreiviertelstunde lang rund. Ja, also 3 Stunden haben wir uns da unterhalten, angeregt, sehr interessant, sehr lebhaft, wird also ein richtiges Vergnügen dazu zu hören. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Mein Part, wie gesagt, am Samstag, aber los geht es am Donnerstag. Da werde ich euch noch extra darauf hinweisen und natürlich in meinem Part auch alle anderen Parts des Podcasts verlinken. Ne? Nicht, dass ihr nur wieder meinen Part guckt, so wie ihr das ja schon mal beim Let's Change gemacht habt. Ne? Da habt ihr auch nur meine Folgen geguckt. Ihr Schlawiner. Ja. Jo, was sonst noch? Dickes Dankeschön und ich fand's toll, dass ihr so auf die Analysen reagiert habt, als ich euch mal gezeigt habe, wie so ein paar Statistiken auf meinem Kanal aussehen und was man da alles draus sehen kann. Deswegen habe ich da halt gleich auch noch einen zweiten Teil dran gehängt. Ne, der Pigman ist hier durch das Portal gewuselt. Dem rennen wir mal gleich hinterher. Da ist er. Junge, hier bist du alleine. Hier können wir dich getrost killen. Ne? So, vielleicht in Truhe. Und ja, ich müsste ja oben noch Krempel haben. Das heißt, das können wir auch oben auf dem Markt in die Truhe packen. Da haben wir nämlich auch noch Fressalien zu liegen und so, ne? Brauchen wir ja alles hier. So, schwupp runter hier. Ja, die 1.6 ist gerade draußen, also 1.6.1. Da hat Mojang mal wieder gleich ein Update hinterher geschoben, damit es funktioniert. Da werde ich mir ein paar Tage Zeit lassen. Aber nach der Folge 400, denke ich mal, werde ich auf der 1.6.1 dann sein, weil dann eben vielleicht auch schon ein Texture Pack fertig ist und so eine Sache. Ne? Und die haben halt die Schienen. Kann ich die paar hier gleich dazu packen. Söderle. Und dann geht's hier. Oppala, das ist mein Card, kann ich doch auch gleich hier in die Truhe schmeißen. Warum mache ich das nicht? So, bin doch sonst nicht so. Wir schauen mal unten auf dem Markt, ob wir da nicht noch was zum Fressen haben. Ansonsten schmeißen wir einfach mal die Kartoffelernte an. No, zack, so hier rein. Und hier, jo, da haben wir doch mehr als genug Ofenkartoffeln. Können wir die gleich hier mit beipacken. So. Ach ja, schöne Ecke hier wieder mal. Was wollte ich sonst noch? Genau, wir müssen hier mal gucken nach Schildern. So, hier haben wir die Sachen im Holz. Da haben wir aber keine Schilder. Da kann ich aber hier die Falltüren einfach schon mal reinschmeißen. Jetzt müsste man auch mal ein bisschen sortieren hier am Markt. Da haben wir Schilder. Sehr schön. Die werden wir nämlich brauchen. Und da haben wir noch mehr Schilder. Die hätte ich jetzt fast übersehen. So, schwuppdiwupp. Ja, okay. Dann können wir uns hier jetzt an die Arbeit machen. Ja, auch gute Nachrichten von Buddelbude HD, der mich ja interviewt hat. Der hat leider enorme Probleme. Erst das Internet weg. Dann liegt er auch noch mit einer Grippe im Bett. Von hier aus einfach nochmal gute Besserung. Und ich habe ja hier schon überall Schilder dran an den Eingängen. Na, egal.
So, ich muss mal rüberjumpen, dass ich hier alle habe. So, und ja, von dem werde ich also zumindest den Audio-Part des Interviews bekommen, dass ich das dann einfach mit einer Bausession unterlege und das dann hier auch auf meinem Kanal nochmal hochlade. Vielleicht schneide ich da auch ein bisschen raus, dass dann nur so die, ja, vielleicht die Höhepunkte dabei sind, und das ganze Interview kommt ja dann nochmal auf seinem Kanal, Buddelbude HD. Ah, ihr seht also, in den nächsten Wochen ist hier richtig was los. Und wir machen jetzt einfach erstmal weiter mit den Stammkommentatoren. Ich habe mir jetzt die Folgen, die Kommentare zu den Folgen 201 bis 250 angesehen. Folge 201, ja, eine ganz erfolgreiche Folge mit 111 Kommentaren. Da habe ich ein Thema angesprochen, was euch, ja, was richtig gut ankam. Da habe ich nämlich ein bisschen gerantet, also meinen Unmut geäußert über, ja, die Kommentarkultur bei YouTube. Ist auch eins meiner beliebtesten Videos, jedenfalls laut YouTube, und einer, der zu der Zeit ungefähr mit eingestiegen ist, ist Mr. Smeezer. Ja, den haben wir hier jetzt einquartiert. Ja, ihr seht, die Hütten hier sind ja soweit, ja, klein, aber doch vollständig eingerichtet. Ne? Kleines. Ja, viel mehr braucht man ja nicht. Machst du die Tür auch mal wieder zu? Nö, so. Dann noch dabei und zu der Zeit eingestiegen, The Kluge Zone. Großes Z, großes Z. Ja, den quartieren wir hier ein. Dann machen wir hier oben weiter mit, zack, so, immer diese Schreibweisen, ZZ, Adi, ZZ, ich glaube, das ist der Zweitkanal von irgendjemandem, kann das sein, den er dann hier zum Kommentieren benutzt. Und hier haben wir ja schon Epic Film Music, so von den letzten Sessions. So, hier haben wir auch nochmal Quartiere für Kommentatoren, die sind natürlich bei mir alle sehr belesen, ne? da quartieren wir ein, zack, 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 hier haben wir einen Nerv, Neunkirchen, Namen gibt es, also, aber was soll's. Dann haben wir dann auch noch dabei in der Zeit so dazugestoßen und aktiv kommentiert World Games 2000. Keine Null vergessen hier, es kommt auf jedes Zeichen an. Der nächste wird ein bisschen schwierig. Der kriegt hier einfach mal einen Vor- und Nachnamen. Das ist nämlich der gute Mr. oder Lady Deadly. Und jetzt wieder diese Schreibweise. N-E-K O Nikochas? Okay, Deadly Nikochas. Hier hat hier die Eckhütte mit zwei Fenstern. Hier haben wir ja dann den Aufgang zum Turm. Das heißt, hier zieht dann ein YouTuber ein, der heißt Zum Wehrgang. Hm? Ist natürlich kein YouTuber, kein Stammkommentator von mir, sondern hier kommt einfach das Schild hin, damit man weiß, okay, hier oben hoch komme ich halt auf die Stadtmauer. Ne? Söderle. Und dip. Zack. So. Dann schauen wir mal weiter hier am Hafen lang. Das ist ja meine Bude, wo ich hier die Dings drin zu stehen habe. Das wird dann also einfach mal Dutchman's Butze. Ja, wieso sollte ich die? Ja. So, schwuppdiwupp, hübbelihüpp. Und hier haben wir wieder schöne Hütte. Wen? Na, lassen wir hier einziehen. Genau, nicht Tobi den Ersten, sondern auch nicht Tobi den Zweiten, sondern Tobi der Dritte. Der zieht hier ein. Okay, gleich neben den Viechern, Rindviechern. Ich weiß nicht, ich hoffe, du kommst vom Land.
Und da als Nachbarn quartieren wir dann auch gleich ein den oder die gute Wagenwar. Wagenwar es nicht. Hm? Ja, auch immer. Dann ja, hier ein bisschen hinteres Quartier, das heißt, nee, für den nächsten Gast suche ich eine besondere Hütte, den quartieren wir mal auch hier oben ein. Was haben wir da? Oh, hier haben wir ja auch noch viel. Da gehören ja mal. Ups, hier fehlt ja ein Bett. Aber hier haben wir es. Genau, da kommt einer rechts, einer links. Und zwar auf die rechte Seite kommt The Jute Master. Das war derjenige, der in Folge 213 wegen meines LPs, weil er das Let's Show Play Minecraft schaut, tatsächlich 50 Euro gewonnen hat. Bei einer Wette, weil er wusste, wer Don Quixote war. Und warum wusste er es? Weil er mein Let's Show Play geschaut hat. Halleluja. Ja. Na, da soll doch mal einer sagen, YouTube bildet nicht. Man muss es natürlich richtig machen und meinen Let's Show Play gucken. Ne? Sag ich mal so ganz einfach. So. Auf der anderen Seite zieht ein Bonkalle. Ne? So, vertragt euch, die Wände sind dünn, ne? Aber ihr kommt da schon mit klar. So, dann haben wir hier, braucht eigentlich gar kein Schild dran, weil wir das hier wieder so mit einem Doppelschild machen. Na, hier auch schön Teppich, Ofen, Bett, alles da, Werkbank. Ne? Was braucht man mehr? Hier kommt auf die linke Seite Daniels Craft. Und auf die rechte Seite Tweakplay. Hm? Der war auch zu der Zeit. Hoppala. Richtig schreiben. Tweakplay. Na. So. So. Dann sind wir hier. Soweit auch durch. Genau, hier haben wir sie auch dran. Dann machen wir nochmal die Gasse hier oben. Auch hier wieder einer rechts, einer links, aber keinen fallen lassen. Nicht bei mir. So rum auf die linke Seite. Mind2Gaming. Klein geschrieben. Mind2Gaming. Und auf die rechte Seite AnyGaming. Na, wenn die sich nicht miteinander verstehen, weiß ich auch nicht. Ne? Mind2Gaming und AnyGaming, passt doch. Die wären bestimmt gute Nachbarn. Und dann haben wir, genau, hier kennen wir ja dann den Ignatius Eruptius Schneidgut, Alchemist, aus den Scheibenwelt-Romanen, in diesem Fall Lords and Ladies. So, und hier ist so schön viel Platz in der Hütte, können die beiden auch zusammensitzen und gamen, ne? Da läuft, weiß nicht, sieht vielleicht nach Skyrim aus. So, muss man irgendwo noch eine Konsole oder sowas einbauen. Geht ja fast alles mit genug Fantasie. So, wen quartieren wir denn hier in dieses hübsche Häuschen ein? Da machen wir auch mal den Knochenkalle erstmal fertig. Und dann gibt es hier auch in das Waschbecken mal Wasser rein. So. Naja, ist ja jetzt düster, muss halt wieder ein bisschen aufpassen. So, zack. Nein! Hui! Schwein gehabt. Der Creeper ist da doch von oben runter geplumpst, fürchte ich. Oder wo kam der her? Ich weiß es nicht. Ich werde mich mal sicherheitshalber einfach hier schwupp kurz schlafen legen. Hätte vielleicht doch in den Hasenfußmodus wechseln sollen, aber ich muss mich ja auch irgendwie wieder dran gewöhnen, dass ich hier nicht alleine unterwegs bin. Nicht ständig. So. Was ist denn hier? Die
Zack. Oder wie? Oder was? Na, okay. Zack. Ja, wen quartieren wir hier ein? Das ist eine. Ja, den guten Kelturio. Bekannter Let's Player, der zu Gast in meiner Welt war, unterwegs war mit mir und ich war auch bei ihm zu Gast, ne? Deswegen, und als Let's Player braucht man da nicht viel, ne? Das ist halt hier so eine Notunterkunft. Er hat ja selber eine ganze eigene Welt, ne? Von daher, Entschuldigung, und dann haben wir ja auch hier auch ein bisschen größer diesmal, ne? Auch ein Plätzchen hier zum Schreiben dabei und auch du kriegst wieder Wasser in dein Becken. Ja, so. Zack. Ne, lassen wir es mal so. Denn hier haben wir einen Schreiber untergebracht. Ich brauche das Namensschild mal hier ran. Nämlich den guten Godpiece 12. Auch schon lange, lange dabei. Ne? Den lassen wir hier einziehen. Hier oben haben wir den, ja, den Enchanter. Da denke ich mir mal noch einen Namen aus. Ja. So, das wird also keine Stammkommentatorenbude. Aber wir haben hier unten noch Platz. Ne? Schöne, wohnliche, wenn auch einfache Quartiere, aber doch komplett so mit allem ausgestattet, was man braucht. Zack. Und hier lassen wir einziehen. Die Innenseite Platin. Mit Platin im Namen. Etwas noblere Unterkunft hier. Passt doch. Und dann haben wir noch. Machen wir es hier auch wieder als Vornamen. Legend. Noha 9876. So, damit haben wir sie. Fast alle schon für diese Folge. Habe ich hier nicht noch irgendwo eine Hütte frei? Doch, da. Klasse. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Denn, holla die Waldfee, so. Hier zieht jetzt ein der gute Chris 03 LPs. So. Zack. Klasse. Damit haben wir wieder eine ganze Reihe Stammkommentatoren untergebracht. Ich muss jetzt noch durchgucken, die Kommentare dann ab Folge 250. Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter oder beim übernächsten Mal weiter, wenn ich mir die Namen alle zusammengeschrieben habe. Und dann sind wir ja auch bald auf dem aktuellen Stand. Das wird allerdings wahrscheinlich erst nach der Mitbauaktion der Fall sein. Aber naja. Was machen wir jetzt? Was machen wir weiter? Erstmal würde ich sagen, machen wir uns wieder Stripp, Strapp, Stull, den Eimer voll. Und dann packen wir die Schilder hier auch wieder auf den Markt. Holla, zack, zack, zack. Ja, da komme ich auch nur so durch. So. Na, ihr Ferkel. Ja, hier haben wir noch ein freies Gehege, mal sehen. Mit der 161 kommen ja Pferde. Das wäre eine Sache, die hier unterzubringen. Pilzkühe habe ich hier schon. Normale Kühe. Hier, ja, die stapeln sich ja auch. Also, okay, aber ich brauche mir halt keine Sorgen, Gedanken zu machen. So, dann können wir hier Schilder hinpacken. So, die Golden Nuggets schmeißen wir mal hier hin. Jawohl, das ist hier alles Mob-Beute. Hier haben wir einen Bogen erbeutet. Den werden wir gleich zack, zack hier zusammenbauen. Was meint ihr, wie viele Bögen ich auf diese Weise schon erbeutet habe? Also einfach von Skeletten. Es ist unglaublich. Unglaublich. Nicht wahr, Mädels? Ja. Und dann wollen wir mal schauen, vielleicht werden wir hier dann auch noch später NPCs einziehen lassen oder Avatare oder Figuren halt mit diesem Mod. Schauen wir mal, dass hier noch
Leben in die Bude reinkommt. Ich schaue mich erstmal um, was wir vielleicht sonst noch so machen. Was war hier? Höhle? Okay, aber die habe ich dann... Genau, die wird zugemacht. Genau, das machen wir gleich mal. Ich glaube, ich habe hier nämlich noch auch einiges an Erde zu liegen. Dass ich die Höhle da zumachen kann, richtig. Zack. Ja, och, Mensch, habe ich hier Erde rumzufliegen. So, zack, zwei Stacks sollten da erstmal reichen, denke ich. Ich glaube, ich bin der einzige Minecraft-Let's Player, der seine der Höhlen wieder zumacht. Oder hier einfach so Erde reinklopft. Zack, zack, zack. Zack, und dann zack. Na komm schon. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, 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 schwupp. Oh, Fackel muss man sparen, ne? Deswegen hier Höhlen zu machen. So, schwuppdiwupp, zack, zack. Ja. Eine Änderung ergibt sich noch auf meinem Kanal. Wobei. Nichts Großartiges, also doch was Großartiges, aber hat jetzt keinen großen Einfluss auf die Videos. Da ändert sich ja erstmal nichts, aber der gute Zulan X hat sich bereit erklärt, mich zu unterstützen, nämlich was die Tags angeht. Mit denen liegt es bei mir nämlich ehrlich gesagt im Argen. Ja, weil ich die kaum ausnutze. Und ja, Zulan wird mich da unterstützen, mir also da zuarbeiten einfach und für meine Videos die Tags machen. Er wird sie nicht selber einfügen, das mache ich dann, aber er stellt sie halt einfach zusammen. Hier einfach schon mal im Voraus dickes Daumen hoch und danke. Und dann schauen wir mal, dass sich was tut, dass also über die Tags eben auch Leute auf meinen Kanal, auf meine Videos kommen und auf das Let's Show Play Minecraft kommen, die mich halt noch nicht abonniert haben. Komme ich aber gleich noch zu, wenn ich mir hier ein bisschen ausgeguckt habe, was wir in dieser Folge noch machen werden. Bis gleich also. Söderle, da bin ich wieder. Ja, ich möchte eigentlich mit euch heute nochmal in eine Höhle reingehen, denn in den nächsten Folgen, weil ich sollte einfach auf dem Markt die Erde abliefern und in die Tonne klopfen. Zack, zack, zack. Na, dahin. Denn in den nächsten Folgen möchte ich ehrlich gesagt nicht allzu viel bauen, weil ich einfach die Welt nicht allzu sehr verändern möchte. Die Trittplatte... Schmeißen wir mal hier mit rein. So, Axt, Schaufeln. Haben wir gut, Stöcke und Schilder. Nehmen wir auch ein bisschen mit. So, Fressheiten haben wir dabei. Deswegen werde ich mich jetzt wieder zurück auf den Weg machen. Es ist, ja, mag ein bisschen seltsam sein. Denn ich habe in der Nähe von Epikorea, also der tollen unterirdischen Stadt, die Mr. Epico gebaut hat, eine tolle Höhle gefunden. Und ich überlege gerade, ob wir nicht doch mal oberirdisch dahin fahren, statt durch den Nether dahin zu laufen. Das ist vielleicht auch mal was. Da schauen wir einfach mal wieder in Gegenden vorbei, wo wir schon lange nicht mehr waren und die vielleicht einige, die noch nicht so lange dabei sind, gar nicht kennen. Ja. Außerdem, jeder Gang macht schlank, heißt es ja so schön. Ja, das heißt, wir werden jetzt einfach mal... Oh, in welche Richtung muss ich denn da überhaupt? Bin ich hier in die falsche Richtung unterwegs? Muss ich zum anderen Ende aus der Stadt raus? Zack, zack. Schwubbliwubbliwub. Und dann kommen wir doch an Gegenden vorbei. Ja gut. Aber letztes Mal schon ein bisschen waren. Macht aber nichts. Wir schauen uns einfach hier dann auch noch die Gegend an. Ja. So, Roma, also jetzt voll besiedelt mit Stammkommentatoren hier. Die Kirche hat, habe ich reingeschrieben, wer die gebaut hat. Nee, die ist aus der Mitbauaktion für Sweetwater.
Na, die habe ich auch einfach dann an einer anderen Stelle hier reingesetzt, genauso wie den Bahnhof. Kann euch also auch bei der Mitbauaktion zur 400. Folge blühen, dass ich eure Hütten einfach woanders hinsetze, als ihr es vielleicht gedacht habt. Ja. Vielleicht auch noch ein schönes Gelände, ein paar schöne Ecken hier nördlich von Romaroma. Ihr seht es ja auf der Minimap. Da sind auch noch ein paar schöne Plätze, wo man einfach eine schöne kleine Hütte hinbauen kann oder halt irgendwas anderes. Tipp von mir, achtet einfach darauf, dass eure Bauten ja relativ abgeschlossen sind. Also nicht zu weit verzweigen oder sich verästeln oder zu sehr mit meinen Sachen verzahnt sind, denn dann sind sie einfach schwer in meine Welt zu integrieren. Sei es an derselben Stelle, sei es an einer anderen. Ne? Hier diese Bucht zum Beispiel, gut, das ist ein Gravel-Chunk, der steht quasi so ein bisschen unter Naturschutz. Aber da hinten auf dem Berg zum Beispiel, da hinter dem Berg, da liegt ja Romaroma. Das wäre zum Beispiel noch was, da kann man was machen. Da gibt es haufenweise Ecken. In meiner Welt. So, und wir kommen so langsam wieder zurück Richtung Roma. Nicht Richtung Roma, Richtung Neptuns Dank, denn genau, ich marschiere mal einfach ein bisschen querfeldein. Okay, habe ich mir doch nicht die interessanteste Route ausgesucht, aber egal. Was haben wir hier? Ein großes Loch in der Erde? Oder ist da etwa noch eine Höhle hinten dran? Nö. Okay. Hüpf. Da, was habe ich mir da markiert? Wahrscheinlich. Sieht ja auch interessant aus, das Eckchen. Bis auf die Pfeile, mit denen ich hier beschossen werde. Das ist ganz schön an dem Dynamic Light Mod, dass dann halt auch meine Brandpfeile schön leuchten. Und das sieht mir hier so aus wie eine Höhle, wie das hier eingebrochen ist. Schauen wir mal. Na, dann sehen wir schon, ob wir was sehen. Zack, zack, hier geht es ein Stückchen runter. Naja, hier habe ich mich mal niedergelassen. In dem Ofen ist natürlich keine Kohle mehr drin. Das war noch, ach, ganz, ganz früher hätte ich jetzt fast gesagt, als ich diese Gegend hier erkundet habe. Und da habe ich mir noch glatt, nö, wollte ich gerade sagen, habe ich mir noch glatt einen Flügel unerkundet gelassen. Ja, okay. Hier scheint soweit alles erkundet zu sein. Zack, den Ofen lassen wir da auch einfach mal stehen. So rum. Hopf, hopf. Zack, zack. Und eingesammelt hier. Ja, die Kuh lassen wir mal. Und machen uns hier einfach mal ein bisschen querfeldein auf den Weg. Ne? Hier ist halt auch noch viel Gelände, wo man was Schönes machen kann. Ja, zum Beispiel hier auch die Bucht. Nettes Plätzchen. Im Hintergrund höre ich wieder die Skelette klappern. Na, Feuer, Plonk. So. So, machen wir hier mal schön NPC Mob-Beute wieder. Und hier müssen wir die Kisten ja voll kriegen. No. Das Video zur 1.6 vom Vorbuddler habe ich mir natürlich schon angesehen. Ich finde es ehrlich ganz gut, dass sich nicht allzu viel in Minecraft ändert. Wir hatten ja mit dem 1.5er Update, mit dem Redstone Update schon richtig viel zu tun. Ja, und ich habe ja immer noch nicht alles Neues drin. Da hinten ist Licht, da will ich gleich sehen, was da los ist. Wenn ich da mal Fackeln hingestellt habe. So. Ach nicht, doch du auch noch. Hulla. Aha, der hat sich aber gut versteckt hinter dem Zombie. Oh. Da sind noch zwei. Kommt, Jungs, euch machen wir mal so fertig. Und da hinten den Zombie. Ditsch, der kriegt auch noch einen.
So, schwuppliwupp, da stehen sie schon wieder. So. Aua, was war das denn? Ich glaube, ich mache mich hier doch erstmal mit dem Schwert unterwegs. Da hinten sehen wir übrigens den Seeweg, der von Neptuns Dank dann zur Casa Cucaracha und nach Rom Aroma führt. Da ist der Weg einfach so mit Seezeichen markiert. Was haben wir denn hier Schönes? Eine kleine Butze, die ich mir mal hier einfach so in die Wand gehauen habe. Ich glaube, hier habe ich mal übernachtet. Oder sowas. Ja, aber eigentlich auch keine schlechte Stelle, um hier was hinzubauen. Hm? Und davon gibt es halt einen Haufen Ecken hier in meiner Welt. Ich behaupte ja auch immer noch standhaft. Genau da hinten haben wir dann den Weg, der von der Casa Cucaracha über die Schneetrinkeralm nach Neptuns Dank führt. Ja, da machen wir uns mal auf. Eine Nacht unter Monstern hier. Pläng! So, den einen haben wir. Es ist ja eine Menge Viehzeug hier unterwegs. Na? So. Du reißt mir hier keine Löcher rein. So. Ja, wie gesagt, das 1.6er Update finde ich so ganz interessant. Gerade weil es halt nicht so viel ist. Das 1.5er, das war ja doch ein ganz schöner Happen, das Redstone Update. Ich habe ja noch immer nicht alles Mögliche so umgesetzt, was da drin war. Ja, da hinten haben wir die Casa Cucaracha, da geht es nach Roma direkt. Und wir marschieren jetzt einfach mal hier lang, gönnen uns noch eine Ofenkartoffel. So, und da hinten sieht man schon die Schneetrinkeralm. Na, auch schon Ecken, wo wir lange nicht mehr waren. Die aber relativ neu gebaut sind. Auch nochmal. Ist ja einfach. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Habe ich hier den Weg einfach nur rüber gebaut? Und da ist doch eine Höhle. So. Hüpf. Okay, hier ist einfach nur so ein Durchgang. Alter! Hier ist ja nachts was los und ich spiele auf einfach, Leute. Also, ich weiß nicht, habe ich hier einen Monstermagneten an oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls machen wir so hier jede Menge Biberbeute. Schau mal hier rein. Okay, hier ist auch Ende. Ah, da wusste... hatte ich schon hin. Fast damit gerechnet, dass mir da was von oben entgegenkommt. Ja. Worauf ich gespannt bin, ist das geänderte Gegnerverhalten. Also die Zombies, die einen ja zum Beispiel über sehr viel weitere Entfernungen jetzt wittern. Ja. Schneetrinker, Almhütte, unbekanntes Anwesen, Neptuns Dank. Da geht's nach zum Jorgensen-Anwesen. Ja. Okay, schwuppdiwupp. Rennen wir einfach mal hier den Berg hoch. Ja. So, weg mit dir. Und können wir hier den Krempel alles noch aufsammeln? Ja, sehr schön. Ah, und da sehen wir das unbekannte Anwesen, die Ziegelbrennerei. Auch noch mit Bauaktion. Hier könnte man noch. Na gut, hier ist ja eigentlich alles schon recht dicht bebaut. Zack, 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 zack. Komm hier, Bursche. Nicht, dass dich die Sonne dann nachher verbrennt. Oh, der hat einen Keks. Nee, eine Kartoffel fallen lassen. Okay. Sedala, schwupp hier, Mädel. Komm aus dem Baum raus mit dir. Zack, zack, zack. Wupp, wupp, wupp. Und hier könnten wir jetzt mit dem Minecart schon fahren nach Dings, nach Neptuns Dank. Aber ich mache mich hier einfach mal auf den Fußweg. Bisschen hier durch. Da hinten hatten wir auch nochmal eine Stelle markiert. Das ist aber, glaube ich, eine normale, ja, Sandhöhle einfach. Da steckt nichts großartig weiter dahinter.
Oh, mal kurz reingucken können wir ja mal. Ich muss ja schließlich einen Grund gehabt haben, warum ich mir das Loch hier so markiere. Ah ja, hier war ein Spawner. Direkt drunter, glaube ich. Und da hinten ist der Eingang, den ich mir mal gemacht habe. Na, Muku? So, jawohl. Ich glaube, aber hier haben wir auch schon alles erkundet und ausgeräumt. Hey, die Kuh muss jetzt da unten bleiben. Die hat jetzt zwar auch die Chance, hier hoch wieder rauszukommen, aber. Ja, auf dem Weg zwischen Bespelagik und. Wenn ich hier schon so viel Knochen dabei habe, dann kann ich doch vielleicht auch gleich mal wieder Flühling spielen. So, und hier gleich die Bögen reparieren. Zack, zack, zack. So. Alter, ich mache hier Beute von den Monstern. Das ist ja kaum zu glauben. So, und zack, zack. Zack, zack. Einfach mal hier so ein bisschen schwuppdiwupp begrünt. So. Ah, sind ja hier halt noch alte Chunks. Was haben wir denn hier noch Schönes? Okay. So, ich habe ja noch jede Menge Höhlen übrig eigentlich auf meiner Karte. Zum Beispiel auch die Adrondal-Höhle. Ah, das ist ja auch noch so eine Ecke. Auch kein unhübsches Plätzchen. Könnte man sich auch, wenn man will, irgendwie ausbauen. Ja? Pilzzucht hat man schon hier fast vor der Tür. Hier, okay, ist nichts weiter. Wenn ich mit einer Fackel rumrenne, dann macht sich das natürlich in der Performance bemerkbar. Was haben wir hier? Okay, da geht's so runter. Aber auch nur runter und nicht weiter. Und stimmen wir mal. Also hier ist dann also auch nichts weiter. Aber das wäre zum Beispiel auch ein Plätzchen, was man sich ausbauen kann, wenn man denn mag. Und wenn man es denn wiederfindet. Nachher. So, so. So, komm her, ihr folgt einfach dem Blumenpfad. Dann von Bespelagik aus. Denn da werden wir jetzt ankommen. So, hier mal Ding. Klopf kurz Erde reingeklopft. So. Da sind wir schon. Ja, der Park, den wir hier letztes Mal in einer der letzten Folgen gebaut haben, den würde ich fast so lassen, wie er ist. Da möchte ich eigentlich gar nicht mehr großartig was drumherum machen. Einfach nur so ein kleiner Kurpark. Nicht ganz so gekünstelt und hochgezüchtet, sondern eher so schön natürlich belassen. Und zack, 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 zack. Wir nehmen mal hier den Fußweg durch den Tunnel. Eventuell baue ich noch einen anderen Weg außenrum. Richtigen Fußweg, denn ja, das bietet sich einfach an. So, ich werde hier erstmal Krempel in die Kiste packen. Und zack. So, die Kartoffelschneebälle. Zack, zack, zack. Alles hier rein. So, was wir nicht für eine Höhlenexpedition brauchen. Und dann zack, mache ich mir mal noch mal hier. Zack, schnell. Ach, ich habe ja keine Kohle. Die werden wir uns dann unterwegs aus der Höhle holen. Und wenn ich mich recht erinnere, da oben stehen die Fackeln. Genau, hier ist das Löckslein, wo es runter geht. Hier auch nochmal schöne Ecke eigentlich, wo man noch was machen kann. Und ja, ich. Na, kriege ich hier rum. Jawohl, kriege ich hier um die Kurve. So, zack. Buddel ich mich hier mal runter mit Sand. Und auf wie geht's? Sprich, hinab.
Ja, jetzt sind wir nochmal richtig, so ein tiefer Schacht. Dann haben wir schon die ersten Knochenkalle auf der Liste. Ja, von wegen zu erledigen heute. Ne? So, hier haben wir dann auch gleich soweit den Abstieg vorbereitet oder den Aufstieg. So. Ah, kommen wir auch wunderbar hier an einem Ende des Gangs raus. Und das ganze Eisen hier lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Das wird mitgenommen. Schubidubidu. Zack, zack, zack. Ja, für die Mitbauaktion, wie gesagt, sucht euch da einfach Plätze aus. Und nicht zu sehr verzahnt halt zu den Sachen, die ich gebaut habe. Es gibt jede Menge Ecken, wo man was machen kann. Zum Beispiel Gravel abbauen. Wo haben wir die Schaufel? Da haben wir die Schaufel. Ja, Gravel nehme ich hier immer mit meiner Eisenschaufel, nicht mit meiner Diamantschaufel, weil die halt Glück drauf hat und damit wird aus dem Gravel hier sofort. Oh, da hinten ist ja schon beleuchtet. Ist da hinten etwa Lava? Ist der Lava Lava? Ja, sieht so aus. Lava, aber interessant. Ja, es gibt haufenweise schöne Ecken und achtet einfach darauf, dass das nicht mit dem, was ich gebaut habe, verzahnt. Dann wird es nämlich schwierig mit dem Einfügen. Ja. Und ja, baut einfach was Schönes. Es muss nichts Großes sein. Kann auch einfach nur eine kleine Hütte sein mit einer kleinen Farm dran oder sowas. Alter. Das ist aber auch. So, ich hau hier mal Sand rein. Zack. Zack. Und dann können wir hier schon mal ein bisschen Kohle abbauen, damit ich mir weitere Fackeln bauen kann. Das mit den Kohleblöcken finde ich natürlich schön. Eine schöne Sache. Weil ich habe ja so viel Kohle. Und dass man die dann auch direkt in den Ofen packen kann, ne, das spart dann auch direkt Platz. Womit ich nicht so recht was anzufangen weiß, ist halt der gehärtete Lehm, der jetzt halt eben auch gefärbt werden kann. Gut, ist natürlich neues Baumaterial, ein weiteres, ein zusätzliches, aber naja, mir reicht eigentlich erstmal so die Auswahl und vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, was die meisten Leute so benutzen beim Bauen, dann ist das ja doch eher so der klassische Krempel. Ja. So, ich mache mir hier erstmal ein paar Fackeln. Ja, sprich also Cobblestone und so weiter. So. Und so. Zack. Ja, haben wir doch eine übrig. Die knallen wir dann auch gleich mal an die Wand irgendwo. Bei nächster Gelegenheit. Ja. Ja, ansonsten das mit den Pferden und Maultieren und Eseln, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Auch dass die anscheinend nicht so häufig sind. Zack, zack, haben wir hier gleich einen Ausgang und da unten ein Stück Kohle vergessen. So. Da oben müssen wir noch reingucken. Okay, hier brauchen wir nur. Zack, Fackel hinzustellen, ist das hier auch sauber. Und Eisen aus der Wand holen. Natusnelder. So. Alter. Die sind ja hier wieder mal unterwegs. Mal hier in Ruhe das Eisen aus der Wand holen. Ach ja, entschuldigt bitte die Schnieferei und Räusperei wieder mal. Oh, Enderman. So, die Lava hier machen wir mal dicht. Ach, dich habe ich die ganze Zeit nicht erwischt, oder was?
Alter, ey, ich muss mir das mal wieder angewöhnen, richtig mit Monstern zu spielen, weil das ist irgendwie ganz schön heftig. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war früher nicht so schlimm. Andy, Finger weg. So, mit dem Feuerschwert ist er jetzt natürlich am Brennen. Und weiß nicht so recht, wohin der gute Junge. So. So, da setzen wir auch. Alter, was ist denn da? Ruhe da unten. So. Was ist denn hier denn wieder alles los? Ja, ich weiß, alles, was nicht angebunden ist. Und hier geht's wieder mal kunterbunt in alle Richtungen. Ha, dreimal die sechs, die freie Auswahl. Und jede Menge Kohle. Alter Schwede. Das ist auch wieder so eine Höhle. Verzweigt sich überall und nirgends hin. Eggshot, Junge. Und wollte gerade sagen, und noch einer, weil es so schön war. Da bin ich da schon runtergeplumpst. So. Ja. Nicht schon wieder. Komm, Junge, diesmal musst du mir hinterherkommen. Oder kriegst du einfach irgendwann gepflegte Spitzhacke durch die Fresse gezogen. Ja, nutzt man ja hier zum Abbau von Mineralien und Knochen. Sollen ja auch Mineralien enthalten. Da kümmern wir uns mal gar nicht drum. Ach, das ist ja noch so ein grüner Bursche. Alter, das ist ja. Brüten die hier oder was? So. Hauen wir hier erstmal Fackeln hin. Da oben ist natürlich auch wieder jede Menge Gelegenheit, wo die herkommen können. So, zack, rein da. So, und hier ausgeleuchtet. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier auch nochmal Licht in die Angelegenheit bringen. Und da sind wir schon von irgendwo anders reingekommen. Ditsch, na, Skelett, Fallschaden genommen. Nicht genug. So. Das ist ja noch einer von den Burschen. Ist der etwa da unten direkt neben der Fackel gespawnt? Alter, ich kann den Kram gar nicht alles aufsammeln, was die Burschen hier droppen. Ich komme da ja gar nicht hinterher. Und dann schon gar nicht dazu, hier mein normal irgendwie gesittet hier die Höhle zu erkunden, mal einen Gang gepflegt abzuschreiten oder sowas. Das geht ja hier alles gar nicht mehr. Also nie, ey. Was haben wir sonst noch? Mauer mit Bauaktion habe ich angesprochen. Die Kommentare Buddelbude, das Interview Buddelbude HD. Den Podcast Klartext. Der ist wirklich interessant. Wie gesagt, kommt am Wochenende. Nur für dich nicht, Creeper. Du wirst ihn nicht mehr hören. Du auch nicht. Alter, hast du gerade den einen fertig gemacht? Schon steht der nächste hinter dir. Was ist das hier? Und hier hängt so viel Kohle rum. So, ich will hier einfach mal ein bisschen erforschen. Mal sehen, wo das hier hinführt. Okay, hier geht's. Nicht weiter, das ist schon mal was Schönes. Soweit, da bin ich ja schon mal ganz zufrieden. So wie sich die Höhle hier verzweigt. Dann können wir hier gleich noch ein bisschen Material rausholen. Ich denke mal zur 400. Folge oder nach der 400. Folge werde ich relativ schnell dann auf die 161 updaten, damit ihr eure Sachen dann auch schon in der 161 bauen könnt. Ja. Mal schauen, was es da alles noch so Neues gibt. Und ich hoffe, ihr habt natürlich viel Spaß in der Welt. Nicht nur beim selber bauen, sondern auch einfach mal
wenn ihr selber da durchstromert, ne? Und macht ruhig auch ein Video, eine Videoantwort, wenn ihr einfach nur durch meine Welt durchlauft und da was entdeckt und zeigt euch und zeigt, was euch da gefällt. Ne? Das kann übrigens auch gewachsene und große Let's Player, andere YouTuber machen. Aber wer selbst auf YouTube ist und bei mir zuschaut und vielleicht gar nichts mit Let's Plays zu tun hat, der kann das auch gerne machen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Ne? Zack, zack, zack. Dass man also einfach nur mal in meiner Welt rumläuft und sich umguckt. Zack. So. Na, da oben den Gang. Da müssen wir noch ran, sonst kommt ja wieder alles Gute von oben, ne? Ihr kennt das ja. Aber gut, hier ist soweit dann. Oh, schön Fackeln verteilen. Und Ofenkartoffeln essen. Essentiell, das ist wichtig. So. Kann man den Gang hier noch. Na, komm schon, Kiste. So. Auch ausgeleuchtet. Okay, das sind aber... Aber da scheint noch was dahinter zu sein, so wie sich das anhört. So, und endlich kann ich jetzt hier mal dazu kommen, das Eisen abzubauen, ungestört. So. So. Hier lang weiter, na Bursche, du hast nur auf mich gewartet, ich weiß. So. Und so. Okay, aber so langsam kriegen wir es hier, glaube ich. So. Da hinten haben wir noch Kohle in der Decke. Die holen wir uns auch raus. Zack, zack, zack. So, und schwupp, schwupp, schwupp. Okay, hier ist dann auch bis auf die Kohle hier auch erstmal Feierabend. Das sieht auch soweit gut aus. Zack, 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 zack. Na ja, gut, da geht's weiter. Okay, da ist aber eine Ecke, da waren wir dann schon mal. Wer weiß, wieso ich da die Fackel reingestellt habe? Keine Ahnung. Auf jeden Fall erstmal hier die Kohle abgebaut. Ja, wie gesagt, also in den nächsten Folgen wird nicht allzu viel gebaut, weil ich einfach die Welt dann schon so für die Mitbauaktion vorbereitet fertig haben will. Ja, ist dann viel wichtiger, dass ich halt die Karte richtig mache. Und da soll sich halt nicht allzu viel an der Welt ändern. Immer wieder zwischendurch und nebenher und so. Ne? Das ist halt auch der Grund dafür. So, ein bisschen Eisen aus der Decke. Ja, wir sind zwar hier schon lange unter Tage, aber ihr merkt, ich gehe gar nicht richtig in die Tiefe. Sondern erkunde erstmal hier die Bereiche an der Oberfläche. Da ist ja auch noch mehr als genug. Deswegen werden wir hier erstmal hauptsächlich Kohle und Eisen finden. Ja. Alter. So, zack, zack, zack. Und ich habe ja schon vor einer halben Stunde aufgenommen, die Sache mit den Stammkommendatoren. Zack. Deswegen denke ich mal... Alter, ist das ein Ding, wie das hier so weitergeht. Na, so. So, 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 so. Zack. Und mal sehen, ob ich hier wieder rausfinde. Oh, Kohle, komm, ich kann einfach nicht widerstehen. Ich brauche ja das Material für die neuen Kohleblöcke.
Ah, da ist schon mal Vorbereitung auf 161. Ja. Der neue Launcher ist sicherlich auch eine schöne Sache. Den man dann extra runterladen muss. Weil er einfach ein paar mehr Features hat. Dann mit den Texture Packs ist es wohl, glaube ich, auch so, dass das jetzt richtige, also nicht nur die Texturen enthalten sind, sondern dass die halt eben auch zum Beispiel Sounds enthalten können. Das finde ich eine interessante Sache. Macht vieles leichter. Genau. So. Okay. Hier der Gang zu Ende. Zack, 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 durch hier. Wupp, wupp, wupp. Hup, da hinten auch noch mal. Ach, Kinders, Kinders, Kinders. Ja, du guckst einmal um die Ecke schon. Na, geht's hier wieder weiter. Ich bin ja immer noch der Meinung und nach wie vor und war auch schon früher in der Beta der Meinung, es gibt keine schlechten Minecraft-Welten. Mittlerweile ist ja der Weltengenerator so, der haut dir ja Welten raus. Die sind alle fantastisch. Ja, gut, klar, durch die neuen Biome, die inzwischen dazugekommen sind, klar, durch die Sache mit den Schluchten, mit den alten Minenschächten und so weiter, ja, sind die Welten natürlich alle auch nochmal interessanter geworden. Und aber ich bin nach wie vor der Meinung, es gibt keine schlechten Minecraft-Welten. Es ist auch noch nicht mal so die Sache, was man daraus macht. Ja, sondern ich bin sicher, große Höhlen findest du überall. Und der Rest halt mit der Landschaft. Gut, da ist schon ein bisschen ein Auge, dass man halt gucken muss, was man draus macht. So aus Baugelegenheiten, ne? Da kann man auch recht unscheinbare Flecken nutzen und da was Tolles bauen. Von daher. Ja, und was Ressourcen angeht, ich weiß noch, wie man früher immer nach Kohle gesucht hat. Die war also bei weitem nicht so häufig zu finden wie jetzt. Ja, so eine Sachen. Ach so, die Sache mit den, genau, die Slimes, mit den Leinen, ne, im 1.6.1er-Update, die ist ja jetzt auch schön klar, gerade zusammen mit den Tieren, ja, dass man die nicht mehr nur locken muss, dass die nicht einem ohne Leine hinterherlaufen, sondern dass man sie halt auch mit der Leine führen kann, ist eine schöne Sache. Die Zeit der Feedtracks, ne, der großen, ist erstmal vorbei. Und hier geht's nochmal runter. Ach komm. Wenn ich schon mal hier bin. Na, dann machen wir das hier auch einfach mal. Das ist ja wieder hier mal eine Ecke. Also, schwupp, da geht's runter, da geht's runter. Hei, hei, hei. Naja. Okay, ihr Lieben. Ich mache dann hier erstmal Feierabend mit der Aufnahme. Tob mich noch ein bisschen hier in der Höhle aus. Mir ist einfach momentan danach und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ich werde die Folgen wahrscheinlich ein bisschen strecken müssen, weil so mit der Zählung jetzt käme ich mit der 400. Folge dem Podcast Klartext ein bisschen in die Quere, ne? Nicht, dass ich da einfach zu viele gute Sachen, zu viele Highlights auf einmal auf meinem Kanal habe, dass ich euch da einfach überfordere und ihr gar nicht mehr wisst, was ihr alles Tolles gucken sollt. Ja. Von daher wird es jetzt wahrscheinlich auch so mal sein, dass einfach ein, zwei Folgen Test Drive Unlimited hintereinander kommen. Ja, da habe ich erstens mal genug auf Lager. Das macht mir auch richtig Spaß, das aufzunehmen, das Let's Play. Wer also da noch nicht reingeguckt hat, ist dazu herzlich aufgefordert, sagen wir es mal so rum. Man merkt da schon, dass ich richtig Spaß an dem Spiel habe. Und das ist ein bisschen anders als hier im Showplay Minecraft, wo ich ja doch so ein bisschen der nüchternere Kommentator bin. Ja, aber da merkt man, da habe ich richtig Spaß an dem, was ich gerade mache. Mit den Autos da durch die Gegend fahren und
die Rennen und die Models um die Ecke bringen und so eine Sachen, das macht. Das macht mir richtig Spaß. So, hier können wir noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Zack, 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 zack. So. Und dann müsste doch hier irgendwo tatsächlich irgendwo der Ausgang sein. Jo, das sieht mir so aus, als ob es hier nach oben geht. Ja, da ist grün. Ja, da werden wir uns. Werde ich mich dann noch hochschrauben. Und ich verabschiede mich erstmal von euch. Mit, ja, einem Lichtblick. Da oben ist der Himmel. Ne? Bis dahin. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.